Hallo und herzlich willkommen bei Heim und Haus. Sie möchten gerne die obere und untere Endlage an Ihrem Rollladen mit Funkantrieb verstellen? Dann zeige ich Ihnen, wie das in wenigen Schritten funktioniert. Los geht's! Die Endlagen legen fest, wann der Rollladen komplett eingefahren bzw. ausgefahren ist. Grundsätzlich werden die Endlagen bei der Montage voreingestellt. Bei Bedarf können Sie diese aber nachjustieren. Um die Endlage Ihres Rollladens nachjustieren zu können, benötigen Sie den Handsender, der auf dem Rollladen eingelernt ist. Und der Motor muss bei der Bedienung an der oberen und unteren Endeinstellung selbstständig stoppen. Dies zeigt an, dass Endlagen vorab programmiert sind, die wir nun nachjustieren können. Wir justieren zunächst die obere Endlage. Fahren Sie dafür Ihren Rollladen mit dem Handsender nach oben, bis der Antrieb selbstständig stoppt. Drücken Sie nun gleichzeitig die Auf- und Abtaste auf Ihrem Handsender ca. 5 Sekunden, bis der Antrieb mit einer kurzen Auf- und Abbewegung des Rollladens bestätigt, dass er in Lärmbereitschaft ist. Bringen Sie den Rollladen jetzt über die Falltasten in die von Ihnen gewünschte obere Endposition. Haben Sie diese erreicht, drücken Sie auf Ihrem Handsender die Stopp- bzw. Mai-Taste für ca. 2 Sekunden, bis der Antrieb erneut mit einer kurzen Auf- und Abbewegung bestätigt, dass die neue obere Endlage eingelernt wurde. Über die Falltasten stellen Sie nun die gewünschte untere Endposition ein. Wenn Sie diese erreicht haben, halten Sie die Stopp- bzw. Mai-Taste gedrückt, ca. 2 Sekunden, bis der Antrieb erneut mit einer kurzen Auf- und Abbewegung bestätigt, dass die neue untere Endlage gespeichert wurde. Und schon haben Sie die Endlage Ihres Rollladens justiert. Ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterhelfen. Bis dahin und tschüss.